Wir sind unten im Tal aufgewachsen, wo man kaum über die Ränder des Tales hinausgeschaut hat und haben uns früh schon gefragt, wie es dahinter ausschauen mag. Messner ist eine sehr schwierige Persönlichkeit. Fabelhafter Techniker und auf der anderen Seite maßlose Eitelkeit, keine Ehrfurcht vor der Natur, glaubt nicht an Herrgott. Wirklich die enge Bindung, die über alle anderen Bindungen hinausging in der Familie, das passierte nur mit dem Günther. Und dann bin ich allein am Ende der Welt und weiß natürlich nicht, was ich tun soll. Das war uns nicht verständlich. Wie kann ein Bruder einen anderen Bruder verlieren? Was wir beim Bergsteigen lernen, ist das genaue Gegenteil von dem, was unterstellt wird, dass wir sozusagen Heldenhaftes tun würden. Nein, wir gehen in die wilde Welt hinaus und merken, wie zerbrechlich, wie fraglich wir in dieser Welt stehen. Ich wusste, was alles passieren könnte. Teufel, Teufel, das wird schon eng. Der Vater ist in sich notwendig, fand den Reinhold demütigen zu müssen. Ich wusste nur, dass ich das bürgerliche Leben einfach hinter mir lasse. Was ist, wenn er wirklich nicht runterkommt? Jetzt passiert etwas, was wir nicht in den Griff haben. Ich hab gedacht, was macht dieser Scheißtyp da oben? Ich hatte am ersten Anlauf auch ein großes Problem, weil ich Angst kriegte, weil ich auch ein Mensch bin.